Wir wollen mit Ihnen gemeinsam jetzt einen Blick auf die wichtigsten Konjunkturdaten der 35. Börsenwoche werfen. Das sind die Handelstage vom 25. bis zum 29. August 2014. Am Montag erwarten wir für 10 Uhr den IFO-Geschäftsklimaindex für den Monat August. Zuletzt lag dieser bei 108,0 Punkten. Um 16 Uhr kommen dann wichtige Daten aus den USA, konkret vom Immobilienmarkt. Die Neubauverkäufe stehen an für den Monat Juli. Annualisiert lagen die zuletzt bei 406.000. Schauen wir auf den Dienstag. Um 14.30 Uhr kommt der Auftragseingang für langlebige Wirtschaftsgüter im Monat Juli heraus. Um 15 Uhr bekommen wir aus den USA den stark beachteten Case-Shiller-Hauspreisindex für den Monat Juni. Um 16 Uhr dann das Verbrauchervertrauen des Conference Board im Monat August. Schauen wir auf den Mittwoch. Da steht um 8 Uhr der GfK-Konsumklimaindex für Deutschland auf der Agenda. Hier die Zahlen für den Monat September. Zuletzt lag er ja bei 9,0 Punkten. Am Mittwoch um 16.30 Uhr kommen dann die obligatorischen Rohöllagerbestände in der größten Volkswirtschaft der Welt heraus. Zuletzt hat es hier ja einen Rückgang um 4,5 Millionen Barrel gegeben. Am Donnerstag um 9.55 Uhr kommt die Arbeitslosenquote bzw. eigentlich der gesamte Arbeitsmarktbericht für Deutschland, also die Entwicklung der Beschäftigtenzahl und auch die Arbeitslosenquote, die ja zuletzt bei 6,6% lag. Um 14 Uhr kommen dann die Verbraucherpreise heraus, also die Schätzung, die erste Vorabschätzung der Inflationsrate, die ja zuletzt bei 0,8% lag. Hier natürlich die Entwicklung der Verbraucherpreise im Jahresvergleich. Um 14.30 Uhr wird die zweite Veröffentlichung geben des Bruttoinlandsprodukts in den Vereinigten Staaten von Amerika für das zweite Quartal. Im Quartalsvergleich war dieses Jahr zuletzt um 1% zurückgegangen. Um 16 Uhr kommen dann weitere Daten vom Immobilienmarkt, die schwebenden Hausverkäufe nämlich für den Monat Juli. Und die Woche am Freitag findet dann ihren Abschluss mit folgenden Daten. Die Verbraucherpreisentwicklung im europäischen Währungsraum, im Euroraum, also für den Monat August. Hier ebenfalls eine Vorabschätzung. Zuletzt lag die Inflationsrate ja nur noch bei 0,4%. Um 14.30 Uhr kommen dann wichtige Zahlen zu den Konsumausgaben. Sie wissen ja, wie wichtig der persönliche Konsum in den Vereinigten Staaten von Amerika ist. Der hat einen großen Einfluss auf die Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts. Hier lag die Entwicklung zuletzt bei einem leichten Anstieg um 0,4%. Wir sind gespannt auf die Daten für den Monat Juli. Um 15.45 Uhr kommt dann noch der Einkaufsmanager-Index aus der wichtigen Region Chicago, der als wichtiger Indikator für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung gilt. Und um 15.55 Uhr natürlich das bedeutende Konsumklima der Uni Michigan.